بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لبقى ولاويت إن شاء الله نحن في فيتاميت التوحيد und wir haben letztes Mal also gesagt und auch gemacht, bevor wir mit diesem Buch von التوحيد muss man erstens ein paar Wörter richtig erklären, was das heißt. Ja, du hörst öfter Kufrun, Fusukun, Nifakun, ja? Shirkun. Ja? Diese vier Wörter. Al-Shirk, wa al-Nifak, wa al-Kufru, alaikum salam, al-Shirku, wa al-Nifaku, wa al-Kufru, und al-Fusuk. Deshalb, Achi, muss man auch wissen, was diese Wörter auch richtig heißen. Ja? Auch, was das richtig heißen. Und letztes Mal, wir haben nur kleine Geschichten erzählt, dass seit Adam alayhi salam bis Nuh alayhi salam war kein Schirk. Alle Menschen, die haben nur Allah angebetet. Ja? Kama qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Zwischen Nuh alayhi salam und Adam alayhi salam war wie viele Jahre? Ja? 1000 Jahre. Ja? 1000 Jahre. Ashrat Qurun. Ja? Ashrat Qurun. Ma kana fiha shirk. Das heißt, jeder Mensch, der war, hatte richtig Fitra gehabt. War kein Schirk. Da gar nichts. Wann ist Ashirk angefangen? Ist also Zeit von Nuh alayhi salam. Und wir haben, obwohl Nuh alayhi salam hatte so viel Da'wah gemacht, aber trotzdem, ja, trotzdem die Leute, die ihm gefolgt haben, waren auch richtig ganz, ganz wenig. Ja, ganz, ganz wenig. Und diese Leute, die ihm gefolgt haben, danach, als sie gestorben sind, die Leute, die haben die, also für die Gräber gemacht und auch Figuren gemacht und haben die angebetet. Das heißt, Zeit von Nuh alayhi salam ist Ashirk angefangen. Und wir werden inshallah auch extra machen, was heißt Ashirk? Was heißt Ashirku? Und dann Ja'a Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, als er auch kam, hat er so viel gearbeitet. Das heißt, er hat immer also gegen Schirk gekämpft. Ila an ja'a, eine Person, wie heißt diese Person? Amr ibn al-Hay al-Khuzai. Und da hat er diese Figuren, diese Götzen zum Jazirat al-Arab gebracht. Amr ibn al-Hay al-Khuzai, der erste Mensch, der diese Götzen in Jazirat al-Arab gebracht hat.
Schau mal, der erste Mensch, der diese Hubel und diese Mana und alle und diese Allat und Uzza und Sachen, er hat mit diesen Sachen angefangen. Amru ibn al-Luhay al-Khuzai'i. Amru ibn al-Luhay al-Khuzai'i. Und schau mal, das ist genau wie auch Rasul sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Und auch genauso, auch wenn jemand zum Beispiel, der Mensch, der erste ein Bid'ah gebracht hat oder gemacht hat, er wird auch auf seinen Kopf kriegen. Genau wie dieser Amr ibn Luhay. Es gibt immer noch jetzt sein Grab in Saudi-Arabien und die besteinigen ihn, obwohl er in seinem Grab ist. Und das ist auch genauso. Wenn jemand ein Bid'ah zu dem Islam reingebracht hat, er wird auch auf sein Konto kriegen, bis wann? Yawm al-Qiyam. Das heißt, du bist schon gestorben. Du bist schon gestorben, kriegst du immer noch Minus. Minus, Minus, Minus. Warum? Weil du hast mit diesem Bid'ah angefangen. Oder du hast zum Beispiel mit diesen Sachen, die mit Schirk hat, angefangen. Oder zum Beispiel, du hast Lieder. Ja? Hast du Lieder hier zum Beispiel also gelassen? Und dann kamen auch viele Jugendliche und die singen immer noch zum Beispiel. Wer kriegt's? Du kriegst sowieso auch. Aber wer richtig, wer ist der Meister? Der Erste, der das also gemacht hat. Okay? Na. قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. Diese Eier haben wir letztes Mal gesagt. وما كان الناس إلا أمة واحدة. Also seit Adam عليه السلام bis Nuh عليه السلام, die Menschen, wie gesagt, haben nur Allah angebetet. Da war kein Schirk. War gar nichts. Erst als Nuh عليه السلام kam und dann, obwohl, wie gesagt, da hat er so viel Da'wah gemacht mit seinem Volk, aber وما آمن به إلا قليل. قليل. Es gibt manche Riwayat 9 Leute, manche Riwayat 30 Leute. Und wie viele Jahre hat er Da'wah gemacht? Wie viele Jahre hat er gelebt? Ja? Alfa sanatin illa khamsun. Fast 1000 Jahre hat er gelebt. Und wa ma amana bihi illa qalil. Und hat er auch inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Was heißt das? Ich habe Da'wah gemacht für mein Volk, Tag und Nacht. Und trotzdem, وَمَا آمَنَ بِهِ إِلَّا قَلِيلٌ. Danach, wie gesagt, جاء إبراهيم عليه السلام, nach Ibrahim, جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. Und er hat 13 Jahre in Mekka nur Tauhid gemacht. Nur Tauhid gemacht. Richtig Tauhid. Das heißt, er hat richtig, also gegen die Schirk, richtig gekämpft. Hatta bis die Sahaba, die haben das auch richtig verstanden. Nicht wie wir. Damals gab es nicht also die Unterrichten von Aqida und von Tauhid und das. Nein, die Sahaba haben das, die wissen, diese Fitra, dass die so müssen sein. Ja? Danach, Achi, als der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, als er wieder nach Mekka kam, Al-Fath, fi Fath Mekka, erste Sache, was er auch gemacht hat, diese Götzen kaputt gemacht. Wie viel? Hä? Mit Bluetooth. Ja, Bluetooth, obwohl kein Bluetooth war. Aber Rasul sallallahu alaihi wa sallam, كان حول الكعبة 360 Figuren. 360 Figuren. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير فقط إلى الأصنام ثم يسقط. Das heißt, der geht nicht hin und dann also anfassen, einfach so geht das weg. هذه كذلك
كانت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. Das war auch ein Wunder für الرسول صلى الله عليه وسلم. Hat er nicht die Götzen angefasst, sondern nur von weit. Alle Götzen sind kaputt gegangen. Ja, alle Götzen sind kaputt gegangen. Schau mal, die Quraysh, die Kuffar, obwohl die Kuffar waren, aber trotzdem, die sind jetzt besser als manche Menschen oder als manche Leute, die haben kein Ubudia, kein Uluhia, kein gar nichts. Aber die Kuffar von damals, die haben Al-Ubudia gehabt. Die wissen genau, dass Allah uns erschaffen hat. Ja? Die wissen genau, dass Allah hat alles erschaffen. Die wissen genau auch, dass diese Welt hatte Allah erschaffen. Nicht wie wir heute, gibt es manche Leute, die glauben gar nicht an, nicht Allah, an Allah. Genau wie Pharaon, la'anahu Allah. Genau auch wie die Leute heutzutage, es gibt Leute, die sagen, ich glaube an gar nichts. Oder? An gar nichts. Die sagen, ja, ich bin so als Zufall gekommen. Ich weiß nicht, welch Zufall, Allahu a'lam. Einfach so. Einfach so gekommen, Allahu a'lam. Aber die Quraysh, die Kuffar von damals, die haben richtig Ubudia gehabt. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Wenn du einer von denen fragst, wer hat die Himmels und die Erde erschaffen, die werden sofort sagen, خَلَقَهُنَّ اللَّهُ. Allah hat die erschaffen. Automatisch. Sogar auch als Abraha kam, Abraha, der ist aus, das Habeschi auch, aber kam von Jemen und der wollte Kaaba zerstören. Ne? Und danach ja'a ila Abdul Muttalib. Er ist zu Abdul Muttalib gekommen und hat ihm gesagt, ja, musst du mir 100 Kamele geben. Und Al-Kaaba, ich werde also Kaaba kaputt machen. وقال عبد المطلب إن للكعبة لرب. Al-Kaaba hat ein also Al-Rab. Al-Rab ist Allah. Das heißt, automatisch die wissen, dass Allah gibt. Ja? Dass Allah gibt. Lakin, durch diese Uluhia, die haben große Fehler gemacht. Warum haben die Hubal angebetet oder Manah angebetet oder Lati angebetet oder Al-Izza angebetet? Die sagen, das ist ein Vermittler zwischen uns und Allah. Die sagen, diese Götzen, was wir anbeten, sind Vermittler. Wer hat das gesagt? Allah selber hat auch uns gesagt in Surat Az-Zumar. In Surat Az-Zumar, Nummer 3. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Das heißt, wir bitten die diese Götzen an, nur weil die sind, also zwischen wir, zwischen uns und Allah. Die sind ein Vermittler. Subhanallah. Das heißt, diese Uluhia ist kaputt gegangen von denen. Die wissen, dass Allah gibt. Aber da haben alles kaputt gemacht. Mit Uluhia, da haben alles kaputt gemacht. Genau wie heute auch zu sagen. Es gibt Leute, die auch Gräber anbeten. Oder nicht? Ja. Die kommen zum Gräber und die sagen, bitte, ja, Abu Qadir Jilani, gib mir das. Oder bitte, ja, Ibn Arabi, gib mir das. Und bitte, ja, Sheikh Nazim, gib mir das und das und das und das. Ja? Das heißt auch eine Schirk. Ein Schirkun. Ja? Danach werden wir auch wissen, was ist der Unterschied zwischen Schirkul Akbari und Schirkul Asghari. Naam. Hauptsache, wie gesagt, dass die Kuffar von damals sind, ich kann euch sagen, besser als manche von heutzutage, die nicht an Allah glauben. Die sagen, dass sogar auch die an Allah glauben, die sagen, Wallahi, Allah, schau mal, Wallahi, Allah, Wallahi, inna Allah.